Leute, vor 157 Jahren ist Gogol gestorben, am 21. Februar 1852. An einer Katepelepsie, das heißt sowas wie Scheintot sein. Da kriegt man einen epileptischen Anfall und die ganze Herzfrequenz und die ganzen Blutgefäße mit dem ganzen Blut werden runtergefahren auf die Hauptorgane und der Puls ist dann nicht mehr messbar, war zu dieser Zeit auch nicht mehr messbar. Und man hat dann Gogol beerdigt und seine größte Angst in seinem Leben war, lebendig begraben zu werden. Und man hat das alles herausgefunden, weil mehrere Wochen später wurde der Friedhof überschwemmt und man musste alle Gräber wieder rausholen und sein ganzer Körper war verdreht. Die ganze Wirbelsäule war verdreht, das heißt, er hat gekämpft. Dann gibt es auch noch von Ambrose Pierce, der Leichenräuber. Da war ein Medizinstudent auf dem Friedhof und die haben für eine Anatomiestunde ein Grab ausgegraben und aus dem Sarg ist dann die Leiche, die auch diese Katapelepsie hatte, so hoch und der Medizinstudent ist weggerannt wie der Blitz und der Totenkäfer ist gekommen und der Spatz hat Go, 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 go